Hallo. Ach so, grüße dich. Ich bin der Heinz, ich komme gerade von meiner Tour aus dem Baltikum zurück. Ah, ehrlich jetzt? Ja, oben in Tallinn. Ah, bin ich gestartet. Mit dem Fahrrad oder was? Ja, mit dem Fahrrad. Und du hast doch auch schon so Radtouren gemacht. Ja, ich fahre auch gerne mit dem Fahrrad. Wir fahren natürlich eher mit unserer Shawzetta, wenn wir mal hier gucken wollen und mit der Kamera mal rumgehen. Das hier ist Shawzetta, das ist unser kleines Auto. Das ist ein T1 von 1964. Mit dem fahren wir durch die Gegend. Wir sind schon ein Viertelmal um die Welt damit gefahren. Ja. Und das ist natürlich nicht so sportlich wie das, was du hast mit Vornamen? Heinz. Das ist natürlich, Heinz, nicht so, was du hier machst, ist natürlich ultrasportlich. Ne? Wie viele Kilometer hast du abgerissen? Ich habe jetzt so 2700. Ich bin von Tallinn Richtung St. Petersburg gefahren und dann runter am See entlang und dann Riga und die ganzen baltischen Staaten durch. 2700 Kilometer. Alter. Wahnsinn. Ja, das ist der echte Wahnsinn. Und wie viele Platten hast du gehabt in der Keinen. Zeit? Keinen. Nein, das ist es ja überhaupt nicht. Das Rad hat natürlich sowieso gelitten. Ja, wieso? Was ja, ist passiert? Bremsen und Tretlager, also diese Tretlager hier, aber sonst ist nichts. Also, man muss sich schon sagen, das ist auch komplett ohne Akku. Also ja, natürlich. Reine Muskelkraft. Ja, selbstverständlich. So viele Kilometer, der reine Wahnsinn. Also, das ist der Heinz und das der Schüsseltor. Genau, auf seinem YouTube-Kanal von seinen Abenteuern erzählt. Und heute haben wir uns getroffen. Schüsselchance von NDR Niedersachsen und der Heinz. Bis dann!